back from the dead. So, Mittwoch, 6. November 2019 und willkommen zur neuen, etwas besonderen Episode der Fortnite, des Fortnite Daily Shops, denn wir haben Community Choice wieder drin. Das heißt, wir können abstimmen und Abstimmung ist ja eigentlich schon ganz klar, für was wir stimmen. Gehe ich mal ganz klar von aus. Wir voten nämlich jetzt auch mal. Denkt dran, wir haben hier mehrere Votes, soweit ich weiß. Genau, hier nochmal die Erklärung, wie alles funktioniert. Also, 24 Stunden, ein Wort haben wir nur, 24 Stunden, sonst war es 48, ne? Also, wir schauen mal rein. Details, ihr seht schon, der hier kommt mit... Oh, was ist das denn hier hinten drin? Ist da Honig und ein paar Bienen drin? Oh ja, passt zu ihm. Oh, ist ein sexy Skin. Den Baum müssen wir nehmen. Wir brauchen die Baum-Challenge, Leute. 1200 V-Bucks, finde ich cool. Das ist ein guter Preis. Die ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe viel darüber gehört. Viele wollen die haben. Die ist auch nicht schlecht. Aber ich finde einfach den Baum viel geiler. Sorry, ist aber einfach so. Die hat komische Beine irgendwie. Das sieht so weird aus hier mit dem Knie. Und der... Ich weiß auch nicht, was der sein soll. Aquamarin-Set. Nee, der gefällt mir null. Also, der Baum muss es sein, würde ich sagen. Also, votet alle für den Baum, würde ich mal ganz klar sagen. Und in 24 Stunden sehen wir da was Geiles. Und jetzt gehen wir zum Shop zurück. Boom, richtig nice. Cooler Übergang. Also, drin ist nichts so Besonderes, muss ich sagen. Was heißt nichts Besonderes? Stranger Things ist wieder da, was ein bisschen weird ist. Wir haben uns da irgendwie auch im Stream irgendwie gewundert, warum. Weshalb, keine Ahnung. 1500 V-Bucks auf jeden Fall für den Chief Hopper. Und 122 Tage her übrigens, das Set, das letzte Mal im Shop war, genauso wie Demogorgon. 1200 V-Bucks. Der ist natürlich was Besonderes. So ist es ja nicht. Aber ist natürlich weird, dass die wieder drin sind. Vines, das ist das animierte. Es ist ein bisschen animiert. Man sieht es kaum, aber es ist animiert. 500 V-Bucks. Wer die Serie geguckt hat, der versteht das sofort. Wer nicht, dann sofort nach dem Video Netflix einschalten und die Serie gucken, denn die ist es auf jeden Fall wert, geguckt zu werden. Also, das Paket ist auf jeden Fall wieder am Start. Dann haben wir den guten Herrn hier wieder drin. Der Infinity. Ich habe schon gesagt, das ist der angezogene, beziehungsweise die angezogene Version von dem Zero. Denn, ja, der ist anständig, der hat Klamotten an, der andere ist komplett nackt. Aber der Nackte finde ich irgendwie besser. Den mag ich nicht ganz so. 33 Tage her. Ich mag seinen Backbling auf jeden Fall. Das sieht nice aus. Und der hat auch was, aber der ist mir zu superheldenmäßig. Und dazu sieht er ein bisschen komisch aus. Vor allem hier oben mit seinem Kopf da. Pickaxe dazu für 800 V-Bucks. Und wir haben das hier, Eternal Zero, was ich absolut nice finde. Also der Rap, der ist auf jeden Fall cool, animiert, 500 V-Bucks. Wir gehen das mal durch hier. Ah, der Effekt ist schon Hammer gemacht. So zentral positioniert, so wie ihr sehen könnt. Und dann so, ah, es ist schon cool. Ist ein cooler Effekt auf jeden Fall. Feier ich, sieht nice aus. Passt aber auch nicht zu jedem Skin. Sieht ein bisschen verwirrend aus auf dem Boot gerade, ne? Aber ansonsten ziemlich nice. So, gehen wir mal weiter zum nächsten. Da ist ein Set, was mir nicht ganz so gut gefällt. Das ist natürlich Geschmackssache immer. Also wir fangen mal an. Stealth Black hier. 300 V-Bucks ist natürlich komplett schwarz. Ist auch nice, wer so ein bisschen so unterwegs sein möchte. Hier Army-Farben mit Dogfight. Sieht auch nice aus, 300 V-Bucks. Und dann kommen wir zu Supersonic. Das ist nämlich ein Skin, den ich nicht so geil finde. Der ist natürlich preis-leistungstechnisch gesehen ganz cool mit 2000 V-Bucks und vier verschiedenen Versionen. 39 Tage her, als er das letzte Mal im Shop war. Trotzdem feiere ich den nicht. Ich mag den irgendwie nicht. Sein Backbling ist cool. Der countet ja die Eliminations, die ihr habt. Das finde ich zum Beispiel ziemlich nice. Das kann man gut mitnehmen auf andere Skins. Aber ich weiß nicht. 2000 V-Bucks ist einfach nicht meiner Meinung nach gerecht, den Preis. Muss man natürlich immer selber wissen. Da gibt es natürlich noch hier den Gleiter zu Surefire. Macht der ein Geräusch? Ah ja, okay. Macht so ein Geräusch, als wenn so eine alte Maschine startet. Ja, nicht schlecht, aber auch nicht so toll. Reckon Specialist ist drin, 1200 V-Bucks. Die gute alte kommt jetzt wieder. Das Krasse ist, jetzt kommt zur Weihnachtszeit, finde ich krass. Die war ja einer der ersten Skins, die überhaupt zu kaufen waren. Deswegen ja, ziemlich nice. 32 Tage, die ist immer mal wieder drin. Scarlet Defender ist drin, gibt es auch zwei verschiedene Versionen. Kann ich hier leider nirgendwo anklicken. Epic, danke dafür. Ich habe es zwar gekauft, aber ich würde es gerne mal im Shop nochmal sehen. Naja, auf jeden Fall 30 Tage her, kommt einmal mit und einmal ohne Mütze. Passt auch gut zu Weihnachten. Mucke ist drin, habe ich sowieso nicht an, deswegen könnt ihr es nicht hören. Go, Go, Go ist drin. 200 V-Bucks dafür, war zuletzt vor 53 Tagen drin. Dann haben wir Drop the Bass drin für 800 V-Bucks. 39 Tage das letzte Mal her. Und als letztes haben wir noch Pick It Up drin für 500 V-Bucks. Ist Traversal. 130 Tage her. Von dem
vorhin schon im Stream gesagt, wenn ihr auf der Tegrity Farm unterwegs wart, dann macht das auf jeden Fall Sinn, den zu holen. Also ja, Highlight heute natürlich der Baum, beziehungsweise die Abstimmung dazu. Geil, dass eine Abstimmung da ist. Ansonsten gefällt mir kein Skin so wirklich zu 100%, der drin ist. Würde ich auch nicht empfehlen. Die Abstimmung ist geil, spart eure V-Bucks, 24 Stunden, wie gesagt, dann geht's los. Votet für euren Liebling, also den Baum, gibt's gar keine Frage. Und da haben wir eigentlich unsere Antwort. Das heißt also, wir werden morgen den Baum sehen, worauf ich mich übelst freue. Alle für den Baum stimmen. Ich grüße noch mal ein paar Leute, die ich am Anfang nicht machen könnte. Und zwar Luki und Belufa und alle anderen, die auch heute bei mir im Stream waren. Immer um 0 Uhr jetzt, wenn ihr dabei sein wollt. Quatschen wir ein bisschen. Ich versuche alles Mögliche zu beantworten, was ihr so an Fragen stellt. Und ja, wir unterhalten uns ein bisschen. Vielleicht spielen wir auch mal eine Runde. Mal schauen, wie viele Leute am Start sind und überhaupt noch am PC sind oder so. Ansonsten gucken wir uns dann in Ruhe die Shop-Aktualisierung an. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da, unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code Vince Snipes. Wählt auf jeden Fall den Baum und dann hören wir uns morgen zu einer Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.